Scheiße. Nun wurde für das Thema Industrie 4.0 ein wesentlicher Meilenstein hier am Standort gelegt. Wir haben mittels Kollaborationsroboter eine Anlage aufgebaut, wo 4 Roboter in Kooperation arbeiten und eine komplette Karosseriezelle in der Außenhaut vermessen, um die Anforderungen im Produkt und die Herausforderungen gerecht zu werden im neuen SIMA bezüglich Leichtbau. Leichtbau in Carbon, höchstfester Stahl und Aluminium. Auch Aluminium in der Außenhaut sind wir neue Wege gegangen. Und um den Anforderungen gerecht zu werden in der Funktion und in der Fugenreduzierung, wurde auf Kollaborationsroboter hier gesetzt. Diese Kollaborationsroboter arbeiten stärkenorientiert mit unseren Mitarbeitern, mit den Fachspezialisten zusammen, Hand in Hand. Das ermöglicht uns Qualität, Qualität, Qualität. Und um dieser Herausforderung gerecht zu werden, haben wir mehrere Kollaborationsroboter in eine Zelle gebracht, die in Kooperation arbeiten und die leicht in Betrieb zu nehmen sind. Eine neue Herausforderung war auch in diesem Zusammenhang, im Einsatz dieser Kollaborationsroboter, die Messtechnik weiterzuentwickeln. Mittels eines LED-Scheibenlicht-Triangulations-Messsystems, das die Winkel genau vermisst und den Spalt dementsprechend reproduzierbar vermisst, haben wir eingesetzt. Des Weiteren dokumentieren wir die ganzen Messergebnisse und haben diese sehr eng eingegrenzt und Eingriffsgrenzen definiert. Und diese Eingriffsgrenzen ermöglichen uns, in den Vorprozessen, in der Qualität einzugreifen und zu regeln und dadurch die Nacharbeit deutlich zu reduzieren und zu vermeiden. Diese Technologie setzen wir nicht nur im Karosseriebau ein, sondern in der Lackiererei und Montage. So gewährleisten wir am Standort eine durchgängige Qualität, Technologie für Technologie. Des Weiteren rollen wir dieses in andere Standorte aus, wie zum Beispiel in Dadong in China für unsere neue 5er Baureihe. So ist in jedem Standort das hohe Qualitätsniveau von BMW sichergestellt. Ausgleichsgetriebe mit dem aufgespeisten Ritzel in das Gehäuse und passt auch dort Zahnrad auf Zahnrad an. Dies ist ein sogenannter roter Arbeitsplatz. Sie müssen sich vorstellen, das Teil, das der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin in der Hand hat, wiegt ungefähr 8 Kilo. Das muss man vor sich hinhalten und dann so einpassen, damit die Zahnräder auch aufeinander passen. Das kann unbeschadet ein Mitarbeiter auf längere Zeit nicht sinnvoll machen. Bevor wir den Roboter einsetzen konnten, mussten wir die Mitarbeiter speziell aussuchen. Die mussten also physisch in der Lage sein, das zu tun, und sie durften da nur eine bestimmte Zeit arbeiten. Also wir mussten die beispielsweise nach 1 bis 2 Stunden wieder auswechseln, dass sie nicht zu sehr einseitig oder überbelastet durch diese Tätigkeit waren. Der Roboter hat spezielle Sensoren. Wenn er irgendeinen Gegenstand oder den Mitarbeiter berühren würde, spricht dieser Sensor an. Dieser Roboter bewegt sich auch nicht so schnell, wie Sie es von den anderen Robotern kennen, sodass der Mitarbeiter
genau weiß, wann der Roboter sich jetzt langsam auf einer bestimmten Bahn bewegt, sollte jetzt trotzdem zu einer Kollision kommen, bleibt dieser Roboter sofort stehen und es kann definitiv nichts passieren. Sie könnten jetzt hingehen und wenn ich Sie dort trainieren würde, einüben würde, dann könnten Sie innerhalb von 1-2 Stunden das ganz locker und vor allen Dingen gefahrlos ausführen, weil dieser Roboter so ausgerüstet ist mit seinen Sensoren und auch durch seine Geschwindigkeit, dass er wirklich neben dem Menschen gefahrlos mitarbeiten und unterstützen kann. The robot is responsible for the assembly of an axle transmission and the robot is taking and lifting the part in the housing of the transmission and he has to take care that the teeth of the transmission are fitting together. You have to imagine that the robot has to lift a part, a transmission part, which is really heavy. It weighs around 8 kilograms, and the robot has to make sure that the tools of the transmission are fitting together. Before we could use a robot, this task had to be done by a human being. And you have to imagine that the part which has to be lifted in the housing of the transmission is quite heavy. So we had to make sure that this human being could do it, number one. And on the other hand, we had to restrict the time frame. So we had to change over people within 1 or 2 hours. To make sure that the cooperation between man and machine is safe, we had to use two technologies. Technology number one is very slow movement of the robot, so the human being can see the robot coming. And number two is the robot is equipped with very sensitive sensors, so in case of a collision, the robot will stop at once. So it's 100% safe to work in close quarters. IBA ist bei uns eingesetzt zum Klebstoffauftrag der feststehenden Seitenscheiben. Dieser wurde vorher manuell durchgeführt durch einen Mitarbeiter. Also die Vorteile des KUKA IBA sind hier die Ergonomie für den Mitarbeiter. Vorher hat der Mitarbeiter ca. 100 Mal in der Stunde um eine Scheibe gehen müssen. Das ist jetzt die Aufgabe des Roboters. Auch die Qualität wurde erheblich gesteigert. Die ganzen Anforderungen an die Geometrielage kann der Roboter wiederholgenau darstellen. Das ist für einen Mitarbeiter ein sehr hoher Aufwand. Thank you.
zuletzt wegen der zunehmenden Anzahl an Ausstattungsvarianten und Derivaten immer komplexer. Um weiterhin wettbewerbsfähig bleiben zu können, ist ein Umdenken erforderlich. Die logistische Versorgung der Fahrzeugmontage basiert auf unterschiedlichen Prozessen. Wir unterscheiden primär zwischen flexiblen Flurförderversorgungsprozessen und Versorgung via Fördertechnik. Im Bereich der Flurförderzeuge setzen wir unterschiedliche Flurförderzeuge wie Stapler, Trailer und Routenzüge ein. Seit circa einem Jahr beschäftigen wir uns hier am Standort Werk zu 4 mit der Automatisierung der flexiblen Routenzugversorgung. Nach ersten Recherchen und Untersuchungen der verschiedenen Navigationstechnologien haben wir die drei favorisierten Systeme Navigation mit Bildverarbeitung, Navigation mit Inhouse-GPS und Navigation mit Laser-Multilateration in verschiedenen Versuchen analysiert, getestet und verglichen. Eine unserer wesentlichen Prämissen war die Möglichkeit der flexiblen Routenführung ohne aufwendig installierte Fixpunkte oder Infrastruktur. Nach ausgiebigen Vergleichen haben wir nun das Prinzip der Laser-Multilateration favorisiert. Das System zeichnet während der Fahrt eine 2D-Karte auf, welche es uns ermöglicht, frei innerhalb unserer Gebäudestrukturen ohne Fixpunkte zu navigieren. Das Ergebnis ist nun die Kombination dieser Navigationstechnologie mit konventionellen Routenzugmaschinen, welche nach wie vor auch die Möglichkeit der manuellen Steuerung zulassen. Mit Hilfe zusätzlicher Sensorik konnten wir nun Personenschutzanforderungen und Kopplungen zu Automatikanlagen sicherstellen und bereits im Dezember 2016 mit dem ersten Produktiveinsatz starten. Ein wichtiges Ziel in der Logistik ist es, ständig flexibel auf alle Anforderungen reagieren zu können und gleichzeitig eine hohe Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Mit Hilfe der automatisierten Routenzugversorgung wollen wir unter anderem diese Flexibilität weiter ausbauen. Neben dem Rollout bzw. der Automatisierung von weiteren Routenzügen ist unser Ziel, das automatisierte Fahren zu einem autonomen Fahren weiterzuentwickeln. Das heißt, die Geräte sollen zukünftig selbstständig Hindernissen ausweichen und Ausweichrouten ansteuern können. Logistics are in steady alteration and are getting more and more complex because of the increasing number of car models and options to choose. To remain competitive, it's absolutely essential to start rethinking. The logistics supply of the vehicle assembly is based on different processes. We differentiate primarily between flexible industrial truck supply processes and supply via conveyor technique. In the assembly logistics, we apply different kinds of vehicles such as forklifts, trailers, and material trains. At our location at BMW 2.4, we focus on the automatization of the material train supply for approximately 1 year. During our first research of the different navigation technologies, we focused the following three systems: navigation with digital image processing, navigation with in-house GPS and natural navigation. We analyzed, tested and compared those systems in different trails. One of our main targets was the ability of flexible navigation without costly installations or infrastructure. After extensive comparison of the different technologies, we favored the principle of laser multilateration. This system records a 2D card during its movement. It allowed the material train to navigate freely within our facility structures. It results in a combination of this navigation technology with conventional material train equipment, which still has the opportunity to be controlled manually. With the additional sensor technology, we are able to comply with the personal safety requirements and ensure linking to automatic installations. In logistics, it's an important aim to remain flexible to all requirements while ensuring highest security of supply. By using automatic material trains, we want to enhance this flexibility among others. Other than the rollout of further automatic material trains, it's our aim to evolve automatic driving into autonomous driving. That means in the near future, vehicles will avoid obstructions independently and use automatic. Weltweite BMW- und Mini-Handelsorganisation mit Original-Ersatzteilen. Und zwei Handlungsmaximen sind uns hier jeden Tag aufs Neue präsent. Zum einen Kundenzufriedenheit, und das heißt, das richtige Teil am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Menge und in der richtigen Qualität. Und zweitens, wir übernehmen Verantwortung. Verantwortung
für unsere Mitarbeiter und für unsere Umwelt. Wir wollen gemeinsam mit unseren Mitarbeitern gesund alt werden und auf der anderen Seite wollen wir für die Kinder unserer Kinder eine attraktive Arbeitswelt gestalten. Ja, was ist ProGlove? ProGlove ist eine Wearable Technology. Mit einem Satz erklärt, Digitalisierung zum Anfassen. ProGlove ist ein Handschuh mit einem integrierten Scanner, der letztendlich unsere Mitarbeiter unterstützt bei einem natürlichen und intuitiven Arbeitsverhalten. Das heißt, er hat beide Hände frei für das Arbeiten. Dadurch ist er sicherer, er ist effizienter und ergonomischer unterwegs. Zu den ergonomischen Vorteilen kommt hinzu, dass der integrierte Handscanner alle Codearten lesen kann. Er ist leistungsstärker, er ist absolut präzise und zuverlässig. Und hier zeigt sich einmal mehr, dass Digitalisierung in den einzelnen Mikroprozessabschnitten, in den kleinen Dingen, in den kleinen Handgriffen der Arbeitsprozesse seine volle Leistung entfalten kann. Und die Genialität liegt hier in der Einfachheit der Idee. From the plant 2.7, we supply our worldwide BMW Mini dealer organization with spare parts. In my daily action, there are two targets. Firstly, customer satisfaction. And that means the right part in the right time, in the right quantity, in the right quality, at the right place. On the second hand, we take responsibility for our employees and environment. And that means we want to grow healthy together. And on the other hand, we have to create an attractive workplace for the children of our children. Now what is ProGlove? ProGlove is a wearable technology, a glove with an integrated scanner. And this scanner helps my employee to be safer, to be more economic, and to be more efficient. Because they have both hands free for their natural and intuitive working process. In addition to the benefits for economic, the integrated scanner is more powerful. It is able to read all code types. It's even faster and more accurate than the most traditional scanners. Here, the digitization shows one times more that the benefit is in the small working processes and hand grips. And the genius is, the idea is really simple.